Hallo, willkommen zurück zum Legend of Zelda schwertlosen Randomizer. Ich bin richtig vollgekotzt hier. Also das ist so ein schlimmer, richtig schlimmer Run. Und das liegt nicht am Run, das liegt an mir. Ich bin einfach vollkommen bescheuert. Ja, das muss ich an dieser Stelle einfach mal so klipp und klar sagen. Weil es bringt einfach auch nichts, sich davor die Augen zu verschließen. Weil das, was ich hier abziehe, ist einfach nur Unsinn. Ich meine, es ist ja an einer Seite nochmal ein bisschen schlimmer. Weil man ja die ganze Zeit hier von allen auf die Nase kriegt. Zumal man ja keine Waffe hat. Keine ordentliche Waffe. Und ich sage ja immer, ich muss mal mehr den Feuerstab benutzen. Ich benutze ihn einfach nicht. Ich mache ja einfach alles nicht, was ich selber sage. Oh, Maddie, müsstest du mal, könntest du mal, solltest du mal. Ne? Alles mache ich nicht. Mache einfach gar nichts davon. Ist okay. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier sterbe? Also nicht hier, sondern in der Schattenwelt. Wenn ich im Dungeon bin, werde ich wieder an Anfang des Dungeons gesetzt. Aber wenn ich außerhalb des Dungeons bin, dann müsste ich doch eigentlich auf den Todesberg kommen, oder nicht? Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Na? Nee. Och, komm. Scheiße. Ja, okay. Ist okay. Deathless Run ist damit auch vorbei. Ist alles vorbei, Leute. Ich hab's ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn die Generalprobe nicht läuft, dann kann's ja im Main Event einfach nur geil werden. Vor allem, weil die Schultertasten von meinem Gamepad einfach so kaputt sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber die brauche ich einfach auch gar nicht. Dude, you already have it. Vielleicht will ich es nochmal haben. Vielleicht war ich das ja so gut, dass ich das nochmal haben möchte. Was war das denn? 100 Euro? Für 100 Euro? Okay. Das einfach direkt einführen hier. Nicht fragen, einfach drauf. Und hier, guckt. Ich hab ein Problem. Ah! Das ist immer... Das ist das Allerschlimmste, was hier passieren kann im schwertlosen Run. Wenn du einen Busch aufziehst und dann ist da auf einmal so ein Inkasso-Moskau-Typ drunter. Das ist das Allerschlimmste. Das macht einfach auch gar keinen Spaß. Komm, der war, Leute, der war. Und wie der war. Vor den Viechern muss man sich übertrieben in Acht nehmen. Weil das die stärksten von allen sind hier. Okay, wie war das? Hier. Habe ich den großen Schlüssel jetzt? Ja. Kann ich das ja auch machen hier? Dann gehen wir da oben rauf. Ha, siehst du mal. Doch alles nicht unnötig gemacht. Es ist ja halt sehr intelligent, Maddie. Es war super intelligent. Also intelligenter als so geht einfach auch fast gar nicht. Das ist so ein Moment, wo ich das einfach auch verdiene, dass ich den langen Weg gehen muss. Das ist genau das ist es nämlich. Wenn man so Sachen aus einem gewissen Automatismus herausmacht und gar nicht überlegt, muss ich das wirklich tun. Genau das. Okay. Yeah. Wisst ihr, was geil war damals? Als wir damals mit der Ferienfreizeit in den Niederlanden waren, hatten die da immer so Ziehbänder. Das waren so Bänder, in der Mitte war irgendwie so ein Knallkörper, die musstest du auseinanderziehen. Und dann haben die Bang gemacht. Das gab immer Ärger, wenn man die benutzt hat. Das war nicht schlimmer als, sagen wir mal, so eine Schreckschusspistole. Aber das war geil. Da hieß unsere Armeland-Gruppe, man war ja immer in so Gruppen eingeteilt, ne? Und wir waren halt die Kracher vom Dienst, weil wir immer diese Bänder hatten. Das ist cool. Ja, Leute, das ist manchmal... Was jetzt definitiv nicht mehr ist, sind die hier. Weil dieses... Kleiner Schlüssel. Ja, natürlich. Was denn sonst? Was denn sonst, wenn kein kleiner Schlüssel? Was denn sonst, wenn kein kleiner Schlüssel? Ich hab das sogar machen müssen und das ist ja jetzt witzig. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es hier weitergehen soll, ne? Weil, machen wir uns mal hier keine Illusion. Das wird folgendermaßen ablaufen hier. Ich gehe jetzt hier Mothra erledigen und das schaffe ich auch. Erster Versuch mache ich, die liegt, das ist kein Thema. Ist ganz unproblematisch. Die hau ich einfach zusammen. Ja. Dann haben wir das geschafft. Und was ich kriegen werde, wird entweder noch ein kleiner Schlüssel sein. Oder... Hier ist ja keine Alternative. Es muss ein kleiner Schlüssel sein. Ah, ja. Und da muss ich selber jetzt überlegen,
Wie mache ich das? Wo mache ich das weiter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe irgendwo woanders was übersehen. Übersehen, vergessen, also was. Da bin ich ja immer meisterlich drin. Oh ja. Ich freue mich schon auf den Chat, der dann sagen wird, Maddie, du musst hier und da lang. Da bin ich auch froh, wenn da einfach mal so ein paar Leute mit Expertise sitzen würden. Das wäre super geil. Weil dann können wir auch ein bisschen miteinander sprechen. Okay, jetzt gibt's erstmal Flamethrower hier. Okay, eins. Ich will aber nicht so viel von euch erledigen, ne? Oh! Ja gut, dann mache ich euch einfach alle platt. Wenn ihr meint, hier einen auf Schwarzenegger schieben zu müssen, dann hau ich euch einfach allen in die Fresse. Ist okay. Dann ist okay. Yay. Okay. Hier ist auch wieder so eine typische Szene in so Spielen. Der Gegner, der am schwierigsten zu erledigen ist, der hat auch das Item. Das muss immer. Weil wäre ja auch super langweilig, wenn es anders wäre. Du musst einfach immer fordern. Wenn du nicht forderst, dann machst du irgendwas falsch. Das ist einmal eins des Game Designs. Wenn es zu einfach geht, machst du irgendwas falsch. Okay. Alles klar, Mothra, dann gib mal alles. Ich hasse diesen Gegner. Ich hasse so viele Gegner hier, ne? Ja, die waren zwei verschenkte. Tolle Wurst. Maddie, warum ich die goldene Biene nicht benutze, fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade, ne? Ich kann die goldene Biene nicht benutzen, weil ich keine Sprinterstiefel habe. Pegasusstiefel. Okay, das ist natürlich eine richtige Knechtung, den hier mit dem Hammer machen zu müssen. Aber er ist wieder so ein typischer Boss, wo er selber einfach nicht so schlimm ist, aber seine ganze... sein Wohnzimmer halt, ne? Ich weiß auch nicht wirklich, ob ihm das überhaupt interessiert hier. Ja, es interessiert ihn und wie es ihn interessiert. Dann gib mal her den kleinen Schlüssel und wir sind ganz schnell wieder weg. Kompass ist auch in Ordnung. Wo ist denn dann der kleine Schlüssel? Wieso habe ich den denn nicht? Aber es ist hier definitiv noch ein kleiner Schlüssel drin. Also da... Ich fühle mich echt übergangen hier. So, hatte Maddie das gesagt? Ja, hatte Maddie gesagt. Ich fühle mich ein bisschen mal übergangen hier. Das geht doch überhaupt nicht klar. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Nee, wir saven und quitten hier ganz bestimmt nicht. Ich... Für unten rechts brauche ich... Warte mal, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür die Krafthandschuhe, habe ich nicht. So, dann rechts, Schattenlabyrinth. Da gibt es drei Kisten, die ich machen kann. Ja, das würde funktionieren. Das ist wahrscheinlich das, was ich als nächstes machen würde. Unten kann ich nicht, weil brauche ich einen Spiegel für. Und unten links kann ich auch nicht, da brauche ich auch noch so einen super Krafthandschuh für. Tja, da seht ihr mal, was alles am großen Krafthandschuh liegt. Tja, aber es ist in der Progression gerade so, dass ich definitiv nur noch ein einziges Item oder sowas brauche, ne? Dann ist schon ein Rishikesh hier, ne? Dann haben wir schon. Dann geht's einfach weiter. Danach haben wir eine Linie. Und dieses Item ist definitiv der große Krafthandschuh. Wenn wir den haben, dann geht's hier ganz anders weiter. Und jetzt ist mal wieder so ein Moment, wo ich selbst nicht weiter weiß und deswegen die Flöte spiele und in die Schattenwelt gehe. Ja. 5. Da will ich hin. Das ist, ich finde, das ist so ein Feature, das ist halt drin, ne? Aber irgendwie... irgendwie... Nee, ne? Ja. Irgendwie ist das auch nicht so wirklich nützlich. Vor allem, weil du ja nicht weißt, was als nächstes kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein... Tendenziell jetzt, ne? Du drückst auf den Knopf und dann kriegst du erstmal alle Items da angezeigt und dann darfst du Stopp drücken oder... Das ist auch so eine Liste, ihr wisst schon, wie ich das gerade meine. Visualisier das einfach mal. Du hast so eine waagerechte Liste an Items und in der Mitte so eine Klammer und das zeigt, die zeigt dir dann an, was du gerade ausgerüstet hast. Genau so. Aber kriegst du halt in so einem alten Zelda-Spiel nicht reinprogrammiert. Auch mit den größten Randomizer-Fähigkeiten, die irgendein Mensch an den Tag legen kann. Das ist dann einfach nicht drin. So, wie war das jetzt hier? Und dann den Affen mitnehmen und zack, der ist er. Ja, der Affe macht hier direkt Sellout. Das ist schon frech, finde ich. Okay, damit der Affe einfach nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, reißen wir einfach mal die komplette Botanik hier ab.
und geben dem Affen das nötige Geld, das er braucht, um ein bisschen Schabernack zu treiben. Ding. Okay. Ich kann den Dungeon nicht machen, weil mir ein Bogen fehlt. Jetzt beinahe gesagt, oh Mensch, den Dungeon kannst du ja machen. Kann ich nicht. Das ist Quatsch, den Dungeon kann ich nicht machen. Ich würde den Dungeon gerne machen können, ne? Aber kann ich nicht. Fun Fact, der Dungeon ist ein Light World Dungeon. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt... ja... Wenn ich jetzt... Warte mal, jetzt überlege ich gerade mal. Ich könnte theoretisch ja das Masterschwert holen, rein formal. Und das wäre dann so viel wie... ein weiteres Item, ja. Ich weiß gerade nicht, wie das mit Ritsch und Ratsch ist, wann die weg sind. Ich glaube, die sind weg, wenn ich Arganim besiegt habe. Sollte ich Arganim besiegen, sind sie weg. Normalerweise... Ja, genau, so sieht's aus. Tja, um Arganim zu flanken, brauche ich aber definitiv noch ein Schmetterlingsnetz. Und das habe ich nicht. Das kommt noch später. Auch wieder Zukunftsmusik, ne? Aber okay. Wollen wir erstmal hier die große Ernte starten? Wollen wir erstmal ernten, Freunde? So, für die Ernte hier brauche ich definitiv entweder einen Schlüssel oder viel Spaß zu Hause. Habe ich beides nicht? Deswegen. Aber hier war doch auch noch dieser eine Knopf, oder wie war das? War der hier oben? Siehst du wieder, keine Ahnung. Nee, der war da unten, ne? Ja, schade auch. Deswegen, erst rechts lang gehen, dann links lang. Jetzt wissen wir es auch. Das sind so kleine Tweaks, ne? Okay, hier haben wir noch einen Schlüssel. Du sammelst ja Schlüssel, um weitere Schlüssel zu kriegen. Das ist hier so ein bisschen eine Grundregel. Okay, dann holen wir uns mal eine Fee. Yep. Das macht das alles ein bisschen erträglicher. Und du hast nicht so viel Stress? Das ist es gerade. Du holst dir ja die Fee einfach nur, um keinen Stress zu haben. Auch mit gar nichts auch, ne? Normalerweise musst du da ja auch immer gucken, wie das ist mit Saft trinken und so. Das musst du alles gar nicht machen, wenn du so eine Fee hast. Du nimmst einfach die Fee, hast sie so dabei und dann hilft sie dir, wenn du tot bist. Jaja. Das tut mir auch jedes Mal wieder leid. Das ist so ein... Kennt ihr so auch die Arbeitskollegen, die nur gerufen werden, wenn alle anderen Scheiße gebaut haben? Also wirklich alle anderen, wenn auch keiner mehr weiß, was los ist, ne? Wenn alle da einfach vor so einem Telefon sitzen und keine Ahnung mehr haben, was ist. Ja, das sind die Feen hier. Die machen das dann. Die kümmern sich dann um alles. Es gibt in jedem Betrieb mindestens einen, der dann... Oder der zumindest einfach so die meiste Ahnung hat, aber jetzt nicht so wirklich auf Performance zielt. Okay, Baby. Einmal schön den großen Schlüssel. Ah! So, wie es der Zufall so will, ist unsere Reise jetzt, glaube ich, auch hier vorbei. Das ist ganz schnell irgendwie mal möglich. Denn wir kommen nicht an den Bogenhainos vorbei. Und wir können auch nicht oben lang, weil uns dafür dann Schlüssel fehlen würde. Ach ja. Das Leben ist schön. Vor allen Dingen, was ich jetzt aber an dieser Stelle mal sagen muss. Dieses Spiel nimmt einem, außer der Flöte, das ist, da bin ich sehr dankbar, dass ich die gekriegt habe. Das Spiel nimmt einem so viele Sachen gerade weg hier in diesem Run, die mich schneller machen lassen würden. Das heißt, Pegasus-Stiefel habe ich einfach nicht. Dann so einen Spiegel habe ich auch nicht. Ich habe einfach gar nichts hier. Ich bin jetzt hier der arme kleine Maddy, der wieder alles selber machen muss. Okay. Ja. Yeah. Oh, das ist doch eine ganz andere Hausnummer hier, ne? Yes! Das heißt, wir müssen uns hier auch gar nicht mehr wundern. Jetzt müssen wir nur noch mal drüber nachdenken, wie wir da hinkommen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also, theoretisch können wir den Boss flanken. Was wir machen? Dann flanken wir den Boss. Sollen wir den Boss flanken? Yes! Alle so, ja, Maddy! Flank den Boss! Und ich so, yes, dann flanken wir. Wenn da nicht noch ein kleiner Schlüssel irgendwo fehlt, ich weiß es, das weiß ich jetzt echt gerade nicht. Glaub aber nicht. Glaub nicht. Glaub, wir haben alle. Und wenn nicht, dann werde ich es ja sehen. Dann werde ich das ja definitiv sehen gleich. Ich bin so dankbar, dass ich hier den Bogen gekriegt habe. Vor allem dieser Bogen mit Silberpfeilen ist einfach so imbar jetzt gerade. Das ist ein enorm gutes Item. Das bedeutet, ich kann sehr viele Dinge jetzt einfach machen. Unter anderem kann ich auch den Light World Dungeon, genau den hier, machen. Könnte ich tun. Dann könnte ich auch noch ein paar Items abgreifen. Das geht. Aber machen wir erstmal den hier fertig.
Ist schon frech, dass man sich für einen Dungeon entscheiden muss, den man dann macht. Aber, um dem Spiel mal zugute zu halten, wir haben alle anderen Dungeons bis zu diesem Punkt gemacht. Und dann war es natürlich ein bisschen schlechtes RNG, ne? Okay. Ich habe definitiv keine Ahnung, wie dieser Raum hier aussieht. Merkt man gar nicht, ne? Das hat absolut keinen Sinn hier. Das hat wirklich absolut keinen Sinn. Wo ist denn diese blöde Lampe? Wieso? Wieso bin ich denn... Ja, das geht. Es ist so schlimm. No Banner, only Hulk. Ja, ich weiß, hier ist irgendwie so ein... Muss ich hier einen Schlüssel haben? Das ist ein richtiger Fiebertraum hier gerade für mich. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Wo ist die Lampe? Wo ist die Lampe? Ich kann ja... Für den anderen Dungeon brauche ich auch die Pfeile. Ja, was ist denn jetzt? Was soll ich denn dann machen? Ja, den anderen Dungeon einfach fertig. Der ist nicht so schlimm, da kann man einfach durch. Das ist in Ordnung. Aber den Dungeon da oben, den packe ich definitiv nicht so. Das geht nicht. Da bin ich zu schlecht. Ich brauch doch nur eine Lampe. Ich brauch doch nichts mehr als eine Lampe. So. Das ist... Ihr rätselt bestimmt erstmal gerade alle mit. Und zweitens habt ihr bestimmt die Rätselslösung alle schon. Seit einer Woche. Mindestens. Und dann sagt ihr doch... Nee. Die Lampe ist doch hinten. Beim EP-Teiler. Unten rechts. Geh da mal hin. Oh, das hat mich getriggert damals, ne? Das hat mich richtig getriggert. Vor allem, kennt ihr das einfach, wenn ihr so eigentlich voll den Plan habt und dann immer wieder Leute kommen und sagen, mach doch das und das, was du einfach schon 200 Mal kategorisch ausgeschlossen hast und dich dann einfach so angucken von wegen, wieso kommst du nicht auf so eine dämliche Idee? Das ist doch voll Basics eigentlich. Wenn du dann nicht drauf kommst, bist du einfach ein richtiger Vollidiot. So, nach dem gehst du dann, ne? Und dann denkst du dir, ey, komm, Junge. Was ist los? Was ist denn los, Junge? Was ist los? Okay, apropos, was ist los? Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich in diesen einen Raum reinkommen soll. Und ihr wisst genau, welchen ich meine. Das ist der eine Raum unten rechts, da, wo ich diese Pfeile für brauche. Und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo, ja, das Rätsel ist Lösung vergraben liegt. So, die schiebe ich einfach mal raus hier. Und komme dann wieder. Ihr seht, ich habe einfach gar keine Ahnung mehr, wie diese ganzen Sachen hier miteinander verwoben sind. Einfach so gar nicht mehr. Okay. Und für meinen Geschmack habe ich auch ein bisschen zu wenig Geld. Oh, nein, bitte nicht ganz an den Anfang. Oh. Das sind die einfachsten Räume des Spiels, ne? Und mehr, die kriegst du einfach nicht hin. Ja! Ist okay. Ist okay, ist alles okay. Ich bin jetzt. Das ist in Ordnung. Kannst mir echt auch nicht erzählen, dass er nicht da runterschießen kann, einfach. Das ist auch wieder Quatsch hier, Leute. Oh. Long, ehrlich. Du brauchst mal eine 3D-Steuerung. Ist eigentlich ein Zelda in 3D? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Ich glaube, die haben nur aufgehört. Die haben gesagt, Zelda hier 3 für Super Nintendo ist das Beste. Dann langt auch, haben die gesagt. Dann langt einfach auch. Und die hatten auch recht. Gab's noch so ein anderes, so ein Bootleg-Zelda, ne? Da spielt man irgendwie so ein Kind spielt man da, meine ich, ne? Ja. Das hat auch so eine Fee und alles. Das ist ganz, ganz dubios. Also.
Sagt man. Das ist bestimmt von den gleichen Leuten, die auch so Bootleg-Sonic-Spiele machen und so. Das ist, wo du dann selber Sonic spielen darfst und ist das aber trotzdem irgendwie ganz halbgar und keiner weiß wirklich, wo er dran ist. Und, naja. Ich meine, es soll ja Leute geben, denen es gefällt. Ich stehe so definitiv auf dem Schlauch, ne? Ich weiß einfach nicht, wohin. Ich weiß auch nicht, wo oben und unten ist hier. Ich hätte jetzt einfach sagen können, dass ich da unten... Ach, hier war das. Ah, ja, ja, okay, jetzt hab ich's wieder raus. Ja, dann machen wir das mal erstmal. So, und ich gehe mal davon aus, dass hier in diesem Trakt die Lampe sein wird. Und wenn nicht, dann habe ich ein großes Problem. Dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Wir haben ja so viel schon gemacht. Und es war einfach alles unnütz. Was meinst du, wie geil das gewesen wäre, die Motte mit dem Bogen zu erledigen? Mit so einem Silberfall. Du hättest sie einfach wegschießen können. Die hätte einfach gar nichts machen können. Die hätte da einfach stehen müssen und hätte gesagt, oh Maddie, du bist ja ein Guten. Ich streiche die Segel, ist vorbei. Du kannst alles wahrhaben, was du möchtest von mir. Alles, was du möchtest, kriegst du von mir. Dann hätte ich gesagt, ja, gib mir mal bitte eine Lampe. Die gesagt, die Modde, nö, weißt du. So mächtig bin ich dann doch nicht. Okay, rechts der Raum voller Feen, links der Raum voller, voller Stärken. Es ist wieder gut gelaufen. Leute, das sind immer Momente, die wirklich gut laufen hier. Das sind super Momente. Das macht einfach fantastisch viel Spaß. Wenn man hier so lang geht und einfach die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegt. Ohne, dass man wirklich was dafür kann. Und der richtige Gusto ist jetzt, dass ich hier den langen Weg zurücklaufen muss, weil ich Depp vergessen habe, den Schalter wieder umzustellen. Ich kann ja nicht mit dem Spiegel zum Anfang gehen. Das geht nicht. Ich hoffe mal, dass man da überhaupt hin kann. Welcher Mensch ist denn jemals diese Richtung gelaufen? Welcher Mensch musste das jemals machen hier? Niemand. Ich bin der Erste auf diesem Planeten, der diesen Weg rückwärts laufen muss. Das ist einfach so. Ich kann nicht der Erste auf dem Planeten sein. Es gab bestimmt Leute, die die Strecke da oben gemacht haben, ohne den Hammer vorher gehabt zu haben. Die mussten dann auch irgendwie laufen. Deswegen gibt es ja diesen Zurückschalter. Ja, ich verstehe das alles schon. Eure Argumentation ist auch sehr schlüssig. Aber ich bin der Meinung, dass ich einfach auch mal ein bisschen Recht haben darf. Komm. Ach ja. Es gibt auch sehr viele Gegner, die sind einfach nicht stark, sondern durch ihr Design sehen die einfach mehr so nervig aus, ne? Und diese kleinen Helmosaurus hier, die sind genau ein Beispiel dafür. Ein Beispiel genau für diesen Effekt. Booms. Okay, wir müssen jetzt hier links lang. Aber jetzt nicht, machen wir beim nächsten Mal. Bis dann!